Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei der Free-to-Play-Challenge, wo wir heute die Summoner-Rates abhaben und dafür sogar ein kostenloses Summon-Ticket bekommen haben, weswegen ich entschieden habe, ich werde trotzdem schon, mir ist ein Platz ausgegangen. Außerdem haben wir heute wieder unheimlich viel Connection-Error-Rates hoch, was mich schon die ganze Zeit zur Weißglut treibt, weil einfach nichts funktioniert. Was habe ich in ihren Einheiten überhaupt noch, was man wegfusionieren könnte? Nicht viel, oh, machen wir es anders, die Schnelle. 4 Plätze brauche ich, das sollten wir hinbekommen. Übrigens, ich habe insgesamt 2 Sphere Rocks bekommen. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal vergessen. Ich habe beim erhöhten Ratending habe ich 2 Sphere Rocks abgegriffen, was ziemlich cool war für diesen Account. Leider auf meinem Main-Account keinen, was mich ziemlich ärgert. So, wie sieht's aus? Wie viel haben wir dann? Einen zu wenig noch. Was habe ich denn? Davon brauchen wir nicht ganz so viele. Davon brauchen wir nicht ganz so viele. Ja, fast. Das ist hier schon wieder alles mögliche mit Dingen voll, vor allem auch noch für Erfahrungspunkte. Für die ich momentan keine Verwendung habe. Von denen brauchen wir auch nicht so viele. Hoffentlich. Also damit sollte zumindest das Beschwören gehen. Wie gesagt, ja, erhöhte Connection-Error-Raten. Die haben heute ein kleines Update gemacht, denn ja, Player's-Choice-Einheiten drin. Und ich kann mir währenddessen schon mal das Bild davon aufrufen, um euch schon mal zu erzählen, was für Einheiten das sind. Und zwar haben wir da den altbekannten Darven-Shell, den ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr haben will, weil ich habe ja Shira, das reicht. Rogan, Elsa, Luca, Zelnite und Fiora. Und tatsächlich für mich cool wären auf jeden Fall Elsa, Zelnite und Fiora. Luca habe ich ja schon, das wäre eher bescheiden. Rogan brauche ich persönlich jetzt nicht, weil ich habe Arus und zur Not reicht auch vollkommen einer dieser Infinite-SBB-Typen für mich aus. Und ihr seht schon, Connect dort lange. Ich will hier das Beschwören heute trotzdem haben, weil ich nicht weiß, ob ich das nächste Mal sicher dazu komme, das aufzunehmen. Und das ist ja nicht lange. Ist ja nur immer nur 2 Tage. Außerdem gibt es auch mehr Events, wohl wahrscheinlich am 31. oder 1. kommen. Und zwar 3 Dungeons. Das Heavenly Paradise, Ultimate Paradise und Mysterious Paradise. Mysterious Paradise als erstes ist, und die Dinger sehen sich ziemlich ähnlich. Da kann man Burst Frogs und Gods bekommen, was schon ziemlich cool ist mit Burst Frogs. Beim ist das zweite. Ultimate Paradise kann man Crystals und Burst Frogs bekommen. Und beim Heavenly Paradise kann man tatsächlich Imps, Burst Frogs und Sphere Frogs bekommen. Ich hoffe, und Crystals. Ich hoffe darauf, dass ich da dann noch für meinen Hauptaccount einen Sphere Frog bekomme. Den kann ich echt dringend gebrauchen. Außerdem habe ich hier auf dem Free-to-Play-Account auch schon mal angefangen, mir ein paar Sphären zu machen. Einfach, um da ein paar abzugreifen, für die, die ich als Sekundärsphäre nehmen kann. Ich meine, ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 Royal Butt gemacht. Die sind erstmal okay, weil solange ich kein kein Steeple Rose bekomme. Und habe auch angefangen, auf einen Refined Gem, glaube ich, hinzuarbeiten für Arus, wenn ich den dann irgendwann habe und ausgebaut habe. Da muss ich aber auch noch Dinge für sammeln. Wollte ja, wie gesagt, eigentlich auch noch Gems sammeln, aber da bin ich nicht zu gekommen. Auch heute noch nicht, weil ja, die meiste Zeit sieht es so aus. Ich hoffe, dass wir das jetzt im Laufe der Folge noch dazu kommen, dass es wieder geht. Aber einfach nur, dann wisst ihr auch mal, wie ich hier auch immer drunter leide. Und ach, jetzt sag mir nicht, ja, das ist das Hauptproblem. Wir müssen das ganze Spiel nochmal neu starten, denn er hat sich wieder in der Loop aufgehangen. Und das hier wird heute ja ein bisschen. Doc ärgert sich darüber, Folge, dass die viel Connection-Stress haben. Deswegen sieht man doch die Kamera nicht, weil ich mich da, wenn man dann mit angucken musste, wie ich die richtig aufrege. Ich finde das total albern, dass die das jetzt nicht geschissen bekommen. Weil es war schon bei dem Raids-Up für Shira und Arus und Belgor, wie auch immer sie heißt, absehbar, dass da gab es ja halt schon massive Probleme. Und da war halt schon absehbar, okay, es geht so nicht. Und jetzt bringen sie die Most Wanted raus, die Player's Choice. Und man hat halt wieder das gleiche Problem. Connection-Absturz bis zum Umfallen. Ein kleines Server-Update. Und ich meine, wir haben es jetzt hier, wo ich das aufnehme, gerade 19 Uhr. Ich kann euch tatsächlich sogar die... kann ich hier die Uhrzeit nicht einblenden. Die ist nur für den Stream. 19 Uhr, das heißt, bei denen ist halt irgendwie so 10 Uhr vormittags. Da fangen die Spieler jetzt alle an. Das heißt, es wird jetzt auch den Abend über nicht mehr besser, sondern nur noch schlechter wahrscheinlich mit den Connection-Raten. Und irgendwie gibt's da, macht es wenig Anstalten, besser zu werden, was ich halt echt lachhaft finde. Also ich habe auch ein bisschen was auf Reddit gelesen von den großen Spielern, die halt schon lange bekannt sind, so Leon Sai, Koasa und solche Sachen. Weil einige dabei, die sagen, ja, hier, ich höre jetzt auf komplett. Leon hat das Aussage, die letzte, die ich gehört habe, war, er wartet bis Mitte Januar, ob sie es nochmal geschissen bekommen. Ansonsten geht er ganz dazu, über andere Spiele zu spielen. Karasa ist, soweit ich weiß, schon weg. Man hat auf Reddit und App Invasion auch von ein paar mehr gelesen, von denen, die sonst so die klassische Top 30 der Arena, die ganz oben sind, die halt sagen so, ja, pff, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Ich kriege keinen Content, ich kriege nur noch Connection-Error-Fehler und das ist halt mittlerweile echt lachhaft.
Bei japanischen Version kriegen sie es halt hin. Und hier geht es halt irgendwie nicht. Auf der japanischen Version habe ich noch nie gehört, dass es massiv Serverprobleme gibt oder irgendwie sowas. Da war am Montag war das Update das letzte. Und das Ergebnis davon war, dass der Server tatsächlich punktgenau zu Ende des Updates wieder stand. Und die Leute online konnten und das fünfte Trial und die Grand Gaia Quest für Gradens machen konnten. Und das läuft super, kein Problem. Und hier auf Global haben wir noch nicht mal mehr ein großes Content-Update, sondern nur ein kleines Update, das drei Dungeons einbaut und eine erhöhte Beschwörungsrate. Und es geht halt schon wieder nichts mehr, wie ihr seht. Weil wir sind jetzt 5 Minuten hier drin und das Einzige, was ich klicken kann, ist... Also 5 Minuten in der Aufnahme und das Einzige, was ich klicken kann, sind bitte neu connecten, vielleicht klappt es irgendwann, Knöpfe. Ich finde es halt echt lachhaft langsam von Bui. Ich meine, sie haben in letzter Zeit einige Events gemacht, die ihnen tatsächlich gut Geld gebracht haben sollten, nämlich diese ganzen Beschwörungsdinger, wo man die ganzen Exclusive-Einheiten per seltener Beschwörung bekommt. Und es kommt momentan wöchentlich Beschwörungsevent, wo Leute beschwören. Und trotzdem kriegen sie es halt nicht geschissen, von dem Geld dann mal ihre Server ein bisschen aufzubessern und da weitere hinzustellen. Und nach dem, was ich gehört habe über Nova, sieht es wohl so aus, dass die geplant haben, fürs nächste Jahr dann mal an ihren Servern zu arbeiten, so ungefähr. Das war so das, was der Kundenservice weitergeben konnte. Man hat bisher noch nicht einmal die Server tatsächlich verbessert im letzten halben Jahr. Wobei halt in den letzten 2 Monaten einfach alles zusammengebrochen ist, irgendwie servertechnisch. Wo ich mir halt auch nur denke, ja super. GG, habt ihr gut gemacht. Und ja, wir sind jetzt bei Loading, das muss aber auch noch nichts heißen. Ja. Loading, Loading, Loading. Und so habe ich tatsächlich die meiste Zeit auf der globalen Version heute gesucht. Ich habe auf meinem Handy leider dazu umgestiegen, einfach die japanische Version zu spielen, weil die halt besser funktioniert. Da passiert tatsächlich was. Wir connecten wieder. Wir sind im Spiel. Wir kriegen wahrscheinlich sogar die Info. Ich will sie aber gar nicht haben. Das dauert nur mehr Ladezeit. Lass mich damit mal in Ruhe. Gib mir jetzt mal direkt hier. Vielleicht haben wir, wobei jetzt wird es ja wieder. Ja. Hat er hier jetzt das. Ah, er hat es jetzt hinbekommen. Jetzt sind die Sachen tatsächlich weg. Wow. Dann versuchen wir unser Glück, solange ich noch kann. 4 Beschwörungen hoffen wir auf Zelnite und Elsa wäre so das, was mir am liebsten ist. Und es ist ein rotes Licht. Wow. Wir haben Hyde. Großartig. Und ich werde hier schon von der Seite dafür ausgelacht, dass ich so einen Crap ziehe. Ja, er hat jetzt seine 6 Sterne von bekommen, aber ich toll finde ich ihn damit nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem ausbauen, von, weil ich es kann. Weil wir alles an Einheiten brauchen können, was sich bekommen lässt. Aber theoretisch gesehen, ja, es ist keine garantierte 4-Sterne-Einheit dabei. Da habe ich keine garantierte 4 Sterne vor, habe ich natürlich auch nicht drauf geachtet. Auch wenn das eigentlich schon cool wäre. Immerhin, was sie gemacht haben, sie haben den Winter-Dungeon um einen Tag verlängert, weil es da massive Probleme jetzt immer zuletzt gab. Ist mir ziemlich egal. Auf dem Global habe ich noch für eine weitere volle große Sphäre Material zusammengesammelt. Und hier auf dem Free-to-Play habe ich ihn ja eh nicht gemacht. Sondern habe dann das Gems bekommen vorgezogen und. Aljut ist jetzt auch nicht wirklich umwerfend. Nichts, wo ich mir jetzt denke, juhu. Guardian ist okay. Ich habe bei Hyde gar nicht drauf geachtet. Guardian ist nicht schlecht, weil er halt auch über Zeit heilen kann mit seinem Super Brave Burst, aber wirklich toll ist er nicht. Mehr so ein, ja, kann man dann halt auch mal als Licht, also für Licht und Feuer habe ich halt recht viele Einheiten, da kann man ihn dann als Füller tatsächlich verwenden. Komm schon, Spiel, jetzt connecte dich los. Ich habe langsam keinen Bock mehr darauf. Vor allem heute ist ja Evolutionsmaterial Dungeon und ich brauche nun mal mehr davon auf beiden Accounts, weil ich mich da komplett alles verausgabt habe. Und ein bisschen Kisten am Mittwoch brauche ich noch und dann halt am Donnerstag Totems. Vor allem hier brauche ich Totems.
Und denke mir so, ja, super, ich würde gerne mein Material farmen, aber ihr seid halt einfach unfähig, mir das zu geben. Toll. Ja, das kann jetzt auch noch ein bisschen länger dauern, bis wir hier irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Und da haben wir wieder das Connection-Ding. Und dann klicken wir nochmal und hoffen mal, dass er dann irgendwann sich hinstellt und mir netterweise das, den Zugang erlaubt. Na, wäre das nicht mal was? Connecting, Connecting, ja. Tatsächlich ist es halt wirklich ein Problem mit ihren Server, dass sie, was mich halt tierisch ankotzt. Deswegen, weil es halt auch heißt, es wird in nächster Zeit nicht besser. Ich meine, wenn sowas mal passiert, so ja, okay. Sowas kann ab und zu mal auftauchen. Das Problematische ist halt die Tatsache, dass wir wohl für die nächsten Monate und sowas, dass sich das halt nicht so schnell beheben wird. Und es, das Ergebnis davon wohl ist, dass wir halt auch so schnell keine Raid Battles bekommen. Weil ich glaube, dass es auch eins der großen Probleme, warum wir keine Raid Battles bekommen, weil Gumi weiß, dass halt, weiß, dass sie ihre Server nicht in der Lage sind, das zu handhaben. Es würde zwangsweise darauf hinauslaufen, dass die Server halt komplett zusammenbrechen. Und von daher werden sie das wohl erstmal nicht rausbringen, weil es halt einfach ihre Server nicht können. Und vertrösten uns dann wahrscheinlich so lange wieder mit anderen Dingen. Aber naja. Das ist halt irgendwie nicht wirklich zufriedenstellend. Eigentlich müsste sich Gumi mal hinstellen, wie ich einen großen Haufen neuer Server kaufen und da aufrüsten. Einfach damit wir halt wieder mal stabil spielen können. Und die Tür ist endlich da. Das hat jetzt ja noch kein bisschen gedauert. Und sie wird eine rote Tür. Das ist schon mal cool. Dann hoffen wir jetzt auf Zelnheit Elsa. Zelnheit Elsa. Komm schon los, los, los. Bam! Wuhu! Und da ist der Zelnheit, den ich haben wollte. Sehr schön. Und es ist auch noch Breaker, Breaker. Ist top. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass da jetzt ein Oracle Zelnheit rauskommt und wollte es vorher nicht sagen, um das nicht zu jinxen. Breaker Zelnheit ist super. Vollkommen zufrieden. Das ist auf jeden Fall einer, die ganz schnell ausgebaut wird. Und einen Anlauf haben wir noch, den werde ich auch noch machen. Ich hoffe jetzt gar noch, dass ich vielleicht immer noch, ja, jetzt Elsa bekomme. Fiora wäre auf jeden Fall auch noch gut, weil starke Einheit. Oder vielleicht auch einfach mal einen Heiler. Heiler wäre halt voll gut. Einfach mal spontan einen Heiler kriegen. Oh, es wird wieder rot, das ist schon mal schön. Heiler. Okay, kein Heiler. Und auch keine umwerfen gute Einheit, aber etwas, womit ich wohl leben kann. Reese finde ich tatsächlich nicht so uncool, aber habe ich auch noch nie voll ausgebaut und deswegen auch noch nie benutzt. Und Anima, das ist super, das dürfte sich noch ausbauen lassen. Und haben wir auf jeden Fall eine weitere Wassereinheit. Ich weiß gar nicht, wie viel Wassereinheiten ich überhaupt schon habe. Ich glaube nicht allzu viel. Haben immer noch das Problem, dass mir ein Heiler fehlt, deswegen will wohl oder übel man nur mit Heilung über Zeit arbeiten können. Und Juji wird also eine Pflichteinheit bleiben mitzunehmen. Aber wie viel Wasser? Wir haben Sapphire, wir haben Karl und wir haben jetzt Reese und haben wir oben im Teammaster. Ich wüsste gerade gar nicht, welche ich da hätte. Ach, doch, klar, Raiden haben wir. Okay, das ist immer eine Wassereinheit, die ich habe. Was hatten wir noch? Neue Zelnheit. Der wird auf jeden Fall ausgebaut und Gisvierfrog, der ist Must-Have-Einheit für alles, was wir in Zukunft machen werden. Sogar gute Möglichkeiten, dort als Anführer mal verwendet zu werden. Hyde ist okay. Lord ist der okay. Ich nehme mich drauf geachtet. Ich meine, der kann mal wohl was draus machen, aber die Gruppe ist halt leider auch schon recht schwach. Eigentlich ist es auch ein ziemlicher Witz, dass die Einheiten, wo sie rauskommen aus der Gruppe, halt schon schlecht sind. Also das, was heißt schlecht? Halt veraltet. Also Storm hat das mal sehr gut beschrieben mit, das sind eigentlich Einheiten, wo man erwartet, die man irgendwie von einem halben, Jahr ungefähr gebraucht hätte, so im Sechsstellenbereich, sodass die halt auch inhaltlich rausgekommen wären, so da passend. Und dann hat man wohl aus irgendeinem Grund das Badge damals nicht rausgebracht.
Und im Nachhinein sind sie jetzt, wo sie rauskommen, als Sechsstände von mir natürlich ziemlich schwach. Und wir haben wieder Connection Error. Überraschung. Und es ist immer noch Connecting. Wow. Ja, ihr merkt schon, die Server sind einfach ein Traum. Man muss sie quasi lieben. Naja, wir halten das Video damit recht kurz und brechen das jetzt ab, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, das ganze Video dazu zu bringen, über die Connection dazu zu gucken, um mich darüber aufzuregen. Wir haben ja trotzdem Beschwörungen bekommen und mit Zelnite einen sehr guten Pick von 4 Beschwörungen. Könnte besser sein. Ich meine, Hyde, was hatten wir jetzt noch? Aljud und Reese sind jetzt keine besonders tollen Picks, aber Sachen, aus denen man hier zur Not noch was machen kann. Zelnite, ein super Pick. Leider immer noch kein Heiler, da müssen wir wohl durch, aber ansonsten gute Einheiten soweit und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt mehr Glück beim Beschwören, vor allem mehr Glück mit dem Connection Rates, dass das bald wieder geht. Und ich verabschiede mich dann für heute. Ciao, Leute.